So, da sind wir auch wieder. So, es hat sich natürlich nichts verändert. Ich werde jetzt einfach mal nach Gramfeste gehen und dort mein Zeug abladen. Und ich muss noch einmal dazu sagen, mich freut es übrigens richtig, dass der Dolm angeht und wir jetzt einen Raid haben. Ne. Das war nicht ich, der das ausgelöst hat, das war der andere. Ich glaube, es verbuggt, ne? Ne. Jo. Ihr könnt da raiden, wie ihr lustig seid. Den habe ich schon, glaube ich. Ja. Au. Irgendwie habe ich daneben geschlagen gerade. Ah, meine Nase juckt. Ah, meine Nase juckt. Nicht gut, nicht gut. Immer beim Aufnehmen, ey. Nee, ich finde das echt geil, dass ihr meine Videos anschaut. Mahagoni-Flammstab der Kacke sind die. Naja, geht. So geil ist er auch wieder nicht. So, Gramfeste. Gibt sicherlich auch später noch die Kilogrammfeste. Wenn diese Wachschicht vorbei ist, gehe ich in den Eckladen. Welchen Eckladen? So. Wir sollten auch gucken, dass wir unseren Inventar mal klar kriegen. So, wir haben. Das mit dem Maximum Schaden bitte nach oben. Das sind irgendwie so einige Dinge, die wir gekriegt haben. Der zum Beispiel, Blitzstab. Den kenne ich aber, glaube ich, schon. Der Flamme, das ist das Ding aber scheiße. Ist im Endeffekt alles scheiße. Mal Waffen wechseln. Ja, 918. 918, da wäre interessant. Beeinträchtigte Ziel. Schockschaden. Da ist noch Gift drauf. Wieder mal Magnet. Okay. Sieht das also auch erledigt? So, die Rüstung ist sowieso ganz unten, also von daher, weil ich leichte Rüstung trage. Da ist nichts, das hatte ich ja schon. Das Ding war, glaube ich, gut. Andererseits, die Magik, das Gold finden ist interessant. Schilde trage ich nicht. Das ist alles schwer, okay. Ja, nee, dann können wir das alles wegschmeißen. Dann will ich jetzt nur noch den nächsten Händler finden und dort alles wegschmelzen. Ach Gott, wo waren die denn? Es kamen Neuigkeiten aus der Schlucht. Da? Leitgeborenen wurden besiegt. Grüße. Leitgeborenen wurden besiegt, ja, natürlich wurden sie besiegt. Ich war ja auch dabei. Ne, du hast nichts. Trevor Satri. Neues Buch entdeckt. Gesucht. Trevor Satri.
Devo Sadri wird für den Mord an Meister Sedos vom Haus Sedos gesucht. Er wird als bewaffnet und gefährlich eingestuft. Trevor Sadri wurde zuletzt im östlichen Deshan gesehen. Jegliche Information zum Aufenthaltsort von Trevor Sadri sollte an Wüner Sedos weitergeleitet werden. Okay. Da wird es aber keine Quest oder so, ne? Ne. Also irrelevant. Wir sind kein Kopfgeldjäger. So. Da kann ich leider nichts machen. Schade. Also alles verwerten. Rohstoffe. Hier haben wir noch ein bisschen Jute. Das war, glaube ich, noch vom Anfang. Also hier Roli, das kann ich alles mal mit weganalysieren hier. Können wir diesen Charakter anstatt den anderen mal leveln. Ah, die habe ich schon. Ja. Sehr gut. Aber sonst haben wir echt alles. Das ist nicht schlecht. Verwehrter Meister. Errungenschaft. Verwertet 1000 Gegenstände. Erst 1000? Ich hätte jetzt mehr gerechnet. Boah, und hier haben wir nichts. Da war die ja schon, ne? Ja. Rüstung. Venus glaubt, seine Waffen. Seine Waffen sind mir egal. Ich will verkaufen. So, zack. Meine Fresse, haben wir viele Runen. Wir sollten mal die alten Runen vernichten. Das heißt, ich werde jetzt den Runenmeister aufsuchen. Klebte gerade irgendwie fest. Merkwürdigerweise. Hier? Zum netten Verzauberer. Schreiben wir netten nicht klein? Schade, kein neues Buch entdeckt. So. Ich nehme den hier. Oh Gott, sind das viele Runen. Warte mal, bevor ich hier was mache. Ja, da wollte ich eigentlich nicht hin. Fertigkeiten. Das ist ja eigentlich relativ irrelevant. Aber hier. Verzaubern, da können wir mal nichts machen, weil ich da keine Vorteile habe. Wann wird denn der nächste Punkt freigeschaltet, bitte? Abhang 16. Ja, das ist relativ schnell gemacht. Edor, der Keeper, der Nata. Okay. Edor, der Keeper, der Nata. Im Endeffekt ist es Üben, was ich hier mache. Edor,
der Kepa. Da. Okay, das bringt nichts. Jaira, der Kepa, Jejota. Stärken. Wir mal kurz gucken. Also ich gehe jetzt mal die Dinge durch, die ich nicht kenne. Da dauert zu finden, was die machen. Winzig, oh wie süß. Ode, Rakeba, Denata. Schrumpfen. Ojode, Rakeba, Denata. Wir haben noch ordentliche Erfahrung hier. Rekude, Rakeba, Denata. Tade, Rakeba, Denata. So. Gut, da kann ich nicht. Ich werde mal hier so einen Rekruter machen, weil die ich noch nicht hatte. Dann nehmen wir mal so einen dicken Leben hier und dann hier so einen Jaira verstärken. Das klingt nach Leben verstärken. Jaira, Oko, Rekruter. Artefakt und gewährt. Naja, immerhin 258 maximales Leben Gewährung. Das ist schon mal nicht so schlecht. Jetzt muss ich aufpassen, also die ganz dicken hier, die will ich nicht wegschmeißen. Vortreffliche. Die Winzigen können wir gleich wieder wegschmeißen. Ja, ich glaube, ich schmeiß die in die Bank. Ich glaube, ich schmeiß in die Bank. Dann habe ich wieder Platz. Weil ich werde einige Runen finden noch im Laufe der Welt. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die Bank ist. Okay. Ich sehe schon, das wird dauern. Ich denke mal, wir gehen mal hier weiter. Am Zustand des armen Schniepschnaps hat sich nichts geändert. Aua, mein Ohr. Scheiß Krampf im Ohr, ey, was soll denn der Kack? Er will nichts essen. Er will nicht spielerisch nach allen Gliedmaßen schnappen. Er will sich nicht unter meiner Knie kuscheln, wenn wir schlafen gehen. Ich mache mir solche Sorgen. Nach Rücksprache mit ein paar belesenen Freunden und Kollegen habe ich mich entschlossen, die Alchemistin Alito in Ostmarsch aufzusuchen. Ich werde euch natürlich weiterhin Komponenten schicken. Dieses letzte Paket war unser bisher schnellstes. Es ist eine Schande, dass diese eigentliche Auslieferung den Erhalt verzögert. Aber mein Bruder und ich hatten unsere Taschen schon lange vor dem Zeitplan gefüllt. Vielleicht gehen wir zur Abwechslung einmal getrennte Wege.
Es wäre schön, einmal nicht seinen Hohn und Spott ertragen zu müssen. Ich sage es euch, mein Bruder hat den Arm eines Schwertheiligen, aber das Gehirn eines Kindes. Verwendet diese Komponenten weise. Magog der Hammer wieder. Habt ihr mich vermisst? Hier sind eure Komponenten. Preisgarantie. Habt ihr euch schon mal in Redewendung? Der Feind meines Feindes ist mein Freund gehört. Das brachte mich ins Grübeln. Der Feind meines Freundes ist trotzdem noch mein Feind. Das finde ich noch viel geiler. Das ist noch ein cooleres Zitat. Prachtpranke und Konstabler Kreditja Dingensen sind auch miteinander verfeindet. Ich frage mich, ob ich mich mit einem von beiden verbünden sollte, um der Bequemlichkeit willen. Das könnte es sein, Gönnerin. Das könnte das Abenteuer sein, mit dem ich in diesen Wichtigtuernasis Rennen übertrumpfe. Ich muss mich nur in die Ruinen des inneren Herrenhauses schleichen, den Geistern und den unbekannten Gefahren entgehen und zumindest einen Teil des verlorenen Schatzes finden. Das ist so leicht wie Schnee in eine Schmiede schmelzen. Wünscht mir Glück. Indarin Herrenhaus. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. War ich da schon mal? Indarin Herrenhaus. Verkaufsoffen. Folge sowieso vorbei. Indarin Herrenhaus. Das sagt mir echt was. Man kann ja auch nichts suchen oder sowas. War es ein Kajit? Jeden Borowind? Okay. Induril Herrenhaus. Induril. Irgendwie sagt mir das was, aber ich habe jetzt keine Ahnung wohin. Egal.